Bist du als Betroffener von Gewalt- und Traumaerfahrung jemand, wo mit Achtsamkeit schon bereits ganz schön gemischte Erlebnisse erfahren hat? Und du warst womöglich sogar in Kliniken und dort in verschiedenen Gruppen und hast du ja nicht das erlebt, was du dir verhofft hast, oder dir haben Achtsamkeitsübungen und Yoga sogar geschadet? Oder sogar in deiner eigenen Psychotherapie, dass du häufig bei solchen Übungen oder sogenannten Meditationen aber ganz, ganz was Schreckliches erlebt hast? Dann habe ich jetzt hier für dich 10 Gründe dafür, weil die sind die 10 häufigsten Irrtümer, was Achtsamkeit und Trauma betrifft. Ich bin Gabriela, ich bin psychologischer Berater und spezialisiert auf Entwicklungstrauma und KPTBS, beziehungsweise vielleicht viele von euch wissen mir nicht. Ich bin auch traditionell Ashtanga-Yoga-Lehrer und ausgebildeter Yoga-Lehrende für traumasensitive Yoga nach Bessel van der Kolk und Dagmar Heerle. Dann freue ich mich jetzt einfach auf dich. Erster ganz verbreiteter Irrtum ist, dass Achtsamkeit im Allgemeinen für jeden Mensch zu empfehlen sei und dass sogar traumaassoziierten Symptome vorbeugen kann. Falsch. Denn tatsächlich kann Achtsamkeit bestimmte Symptome sogar verschlimmern und wenn sogar neue auslösen. Und das sind wahrscheinlich genau die Erfahrungen, die du auch erlebt hattest. Und deshalb ist es so wichtig, nicht nur vorsichtig zu sein, sondern im Vorfeld auch für dich selbst als Selbstverantwortung abzuklären, sind denn diese Übungen und Anleitungen traumasensitiv ausgerichtet oder nicht? Denn es ist wichtig, dass die Übungen zum Teil wirklich auf einzelne Personen ausgerichtet sind, weil jedes Nervensystem anders ist, so wie jedes Trauma. Der zweite ganz verbreitete Irrtum lautet, dass Achtsamkeit sei eine Art Heilung für Trauma und dass Trauma dann einem sogar später vorbeugen kann. Falsch, denn Achtsamkeit ist zwar eine wesentliche Unterstützung bei der Traumaheilung, aber Trauma ist sehr komplex und Achtsamkeit allein kann das nicht heilen. Deshalb sind auch immer komplementär, ja, und auch gemischt sogar verschiedene Therapieformen, die wir bei Komplextraumatisierten verwenden. Das Achtsamkeit allein kann keine Persönlichkeitsstörungen, und dazu gehören leider auch KPTBS, also komplexe posttraumatische Belastungsstörung oder dissoziative Persönlichkeitsstörung oder gar narzisstische Persönlichkeitsstörung, welche ja auch Folge von frühkindlicher Traumatisierung sein kann, kann nicht heilen, nicht allein. Und es kann dazu kommen, dass die Behandlungen abgebrochen werden, wenn du diese Achtsamkeitsbegleitung nicht von einem qualifizierten Therapeuten oder qualifizierten Coach, Yogalehrer empfängst. Der dritte ganz, ganz verbreitete Irrtum ist, und damit bereiten wir uns selbst auch häufig Stress, dass Achtsamkeit immer leicht zu erlernen wäre. Es ist nämlich nicht so, es ist falsch. Und gerade Traumatisierten, wo das Nervensystem so mitgenommen ist, bedeutet Regulation und auch zur Ruhe zu kommen und auch Entspannung eine ganz große Schwierigkeit. Dennoch ist Achtsamkeit zu erlernen sehr wichtig. Und wenn du das noch nie probiert hast, womöglich gibt es am Anfang kleine Hürden, ist aber entscheidend für deine Traumaheilung. Der vierte Irrtum, was Achtsamkeit im Kontext von Trauma betrifft, ist, dass wenn du ängstlich bist oder Angststörungen sogar und Panikstörungen hast, dann ist Achtsamkeit nichts für dich. Das ist falsch. Warum?
weil Achtsamkeit in der Gegenwart passiert. Und Angst ist immer auf die Zukunft bezogen. Dementsprechend schützt dich sogar von Angst und von Angststörung und kannst du damit sehr gut trainieren, auch wenn die ersten Gedanken hochkommen, gleich wieder in die Gegenwart zurückzuschiffen. Der fünfte Irrtum, was Achtsamkeit und Trauma angeht, lautet: Achtsamkeit würde uns immer dabei helfen, Gefühle zu verarbeiten. Falsch. Wenn du an Entwicklungs- und Komplextrauma leidest, dann hast du ja die Erfahrung selbst gemacht. Es gibt ja Phasen, wo wir Gefühle, Emotionen überhaupt nicht spüren. Das ist ja schon mal Nummer eins. Nummer zwei ist, dass wir auch wirklich die Meister darin sind, wie wir Emotionen unterdrücken, verdrängen und dass diese Gefühle dann doch nicht zum Spüren kommen. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Gefühle aber da sind, nur unsere Verpanzerung sozusagen davor schützt, diese Gefühle, weil sie so schmerzhaft sind oder uns so überschwemmen würden, zu unterdrücken und nicht an die Oberfläche kommen zu lassen. Es ist uns aber bekannt, dass ohne, dass wir mit unseren Gefühlen, gerade die ja traumaassoziiert sind, ohne, dass wir mit diesen Gefühlen uns auseinandersetzen, die Heilung praktisch nicht möglich ist. Dementsprechend, weil Achtsamkeit aber die Gefühle zu beobachten lässt und auch immer mehr Bewusstsein letztes Endes auch, was unsere Gefühle und Emotionen angeht, welche Muster, welche Konnotationen wir auch bezogen auf Gefühle erworben haben. Diese Auseinandersetzung ist aber nicht so einfach, wie das klingt, sondern durch Achtsamkeit können wir ja die Gefühle beobachten und wir können die Gefühle auch besser wahrnehmen. Das heißt, dass wir unseren Emotionen immer mehr bewusst werden und durch Achtsamkeit kann es dann passieren, dass wir neue Verhaltensweisen entwickeln und dass wir besser mit unseren Gefühlen umgehen. Der sechste Irrtum lautet, dass Achtsamkeit kann unser Selbstwertgefühl nicht stärken. Und das ist auch wieder falsch. Denn ein Trauma kann unser Selbstwertgefühl natürlich sehr stark sogar negativ beeinflussen. Und viele Betroffene fühlen sich nicht nur hässlich, sondern ja minderwertig oder schuldig und sind auch sehr schamig. Diese negativen Gefühle über die Zeit, die werden sogar so gefestigt in uns, dass sie Teil unserer Identität und unserer Persönlichkeit werden. Unser Selbstwertgefühl zu stärken, ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Heilung. Und das kann aber Achtsamkeit tun. Denn durch die Praxis der Achtsamkeit kann ich natürlich dessen bewusst werden, dass mein Wert und meine Würde, dass mein Aussehen, dass mein Schuld oder Nichtschuld war es oder nicht, und in dem jetzigen Moment so wahrnehmen, wie das tatsächlich reell ist. Das siebte Irrtum lautet, dass Achtsamkeit ein Werkzeug zur Kontrolle sei. Und ja, viele glauben das, deshalb gehen sie dann auch gar nicht in diese Übungen oder dass sie das Gefühl haben, dass sie durch Achtsamkeit selbst beobachtet waren. Und viele mit KPTBS leiden zum Beispiel an Grübeln und an Zwangsgedanken. Und die Fokussierung auf die Gedanken, was durchaus eine Übung von Achtsamkeit sein kann, kann natürlich die Symptome verstärken. Also die Symptome von Grübeln oder ja, dass ich ständig im Kopf nur unterwegs bin.
positiv wirkt aber Achtsamkeit, wenn wir unsere negativen Gedanken über uns selbst hinterfragen und dann verändern. Dieser Irrtum knüpft ein wenig an den Irrtum davor an mit dem Selbstwert. Und es ist jetzt ganz klar, dass durch das Bewusstsein bzw. immer mehr bewusst werden, Achtsamkeit kann also dabei helfen, neue Verhaltensweisen zu entwickeln und besser mit den Gefühlen und Emotionen auch umzugehen. Der achte Irrtum lautet, dass Achtsamkeit ist wie Yoga und wird angeleitet. Falsch, denn Achtsamkeit ist nicht wie Yoga, sondern Achtsamkeit ist eine ganz wichtige Disziplin letztes Endes und Ausrichtung, innere Ausrichtung im Yoga. Also das ist ein Teil von Yoga und es erlaubt, sogar fördert die Selbstpraxis. Das heißt, dass es nicht angeleitet werden muss, es kann, aber es muss nicht. Und das ist aus meiner Sicht eine total schöne und tolle, positive Eigenschaft von Achtsamkeit bzw. von Yoga, denn gerade Entwicklungstraumatisierte, das mit Autonomie und also lange erdrückte Autonomie und nicht ausgelebte Autonomie bzw. mit dem Bedürfnis, ja, selbstbestimmt und selbstwirksam zu sein, ist eine Riesenchance, Selbstpraxis zu üben und zwar so, wie das einem gut tut. Auch hier habe ich einen Hinweis für dich und zwar sowohl zu Yoga bzw. Auch verwestlichte Achtsamkeitsübungen, aber gehören die Atemübungen. Und Atemübungen können ein großer Trigger sein. Gerade bei sexueller Gewalt, ja, ist häufig das Atem, bestimmte Atemrhythmus zum Beispiel, ein Trigger ist. Und solltest auch du bei solchen Übungen, wenn du die anwendest, immer einfach prüfen, für dich einen Realitätscheck machen, tut mir das jetzt gut, tut mir nicht gut, soll vielleicht einfach leiser der Atem sein, könnte eine Alternative sein. Der neunte Irrtum lautet, dass Achtsamkeit unsere Stabilität fördert und traumatisierten Achtsamkeit immer gut tut. Nein, das ist leider auch falsch. Achtsamkeit ist eine wirklich starke Waffe sozusagen, ja, also ein sehr, sehr wirksamer und effektiver Tool, beziehungsweise Lebenseinstellung und eine innere Haltung gegen Trauma. Und wenn wir achtsam sind, dann sind wir natürlich präsent und können wir die Vergangenheit loslassen und auch die Zukunft annehmen. Achtsamkeit kann auch dazu führen, dass wir emotionale Überflutungen und Erinnerungen an das Trauma auferleben lassen, beziehungsweise diese Erlebnisse und Erinnerungen aufs Neue erleben. Das heißt, dass wenn Achtsamkeit nicht entsprechend in einem traumasensitiven Setting angeleitet wird, kann sogar dazu führen, dass du Retraumatisierungen, Flashbacks erlebst. Es ist wichtig, aber dennoch zu wissen, dass es zum Teil eine normale Reaktion ist. Denn nach Trauma sind wir auch darin die Meister, diese Erinnerungen und diese Erlebnisse zu unterdrücken. Und dafür haben wir natürlich verschiedene Überlebensstrategien entwickelt. Sobald wir aber zur Ruhe kommen, ist ja an sich logisch, dass diese Erinnerungen und Erlebnisse, die in uns aber weiterhin leben, durch diese Ruhe und Entspannung auch vom Körper an die Oberfläche geschwemmt werden. Und das heißt, dass es eigentlich eine normale und natürliche Reaktion ist. Ganz wichtig ist aber dabei, dass wenn wir das zulassen und diese Übungen wir konsequent dann
tun und ausführen, dass gerade am Anfang durch fachliche Leitung das erfolgt, beziehungsweise du mit deinem Nervensystem schon eine gewisse Stabilität hast, also eine gewisse Stabilität, wo du mit deiner Selbstregulation schon ja etwas umgehen kannst. Und sobald du zum Beispiel spürst, dass du entweder in Unterregulierung oder aber in Überregulierung abdriftest, dass du dort intervenierst und du dich wieder in diese ja mittlere Fenster von deiner Toleranz zurücknavigierst. Und der letzte Irrtum, was Achtsamkeit und Trauma betrifft für heute, ist, dass Achtsamkeit sei eine Art Entspannung und dass es auch bei Hypervigilanz, also bei Überregulierung, hilft. Das ist leider auch falsch, denn Achtsamkeit kann zu einer Erhöhung der schon bereits bestehenden Hypervigilanz führen. Und dies ist eine der Nebenwirkungen, die bei der Achtsamkeitspraxis auftreten können. Das heißt, dass wenn also die Grundausstattung deines Nervensystems gerade in dieser Phase, was du erlebst, viel zu aktiv ist und du Achtsamkeit praktizieren versuchst, dann wird wahrscheinlich dazu führen, wenn nicht traumasensitives Setting hat, dass du ja dich selbst oder andere verletzt, denn das kann dich dazu antreiben, dass du Wut oder Aggression generierst, sage ich so, und weil diese Anspannung und Vibrieren durch die Überregulierung nicht anderswertig verarbeitet werden kann, beziehungsweise durch die Achtsamkeit versuchst du das auch nochmal ja, wie so ein Kochtopf und mit dem Deckel nach unten zurückzuhalten, ist dann irgendwann halt explodiert, bildhaft. Und deshalb, es gibt Achtsamkeitsübungen auch für Hypervigilanz, die kommen jetzt aber in einem anderen Video. Wenn du in einer Phase bist, wo du auch sowieso schon Konzentrationsschwierigkeiten hast, ja, weil ja, das einfach nicht geht, und du dann versuchst, dich für Achtsamkeit zu begeistern, dann entsteht ja noch zusätzlich ein innerer Druck und das kann auch nach hinten losgehen. Also ich rate dich eigentlich ab, davon selber dann sogenannte Beruhigungsübungen zu machen, sondern der Weg führt zu ein ja wieder harmonisierter Aurosal, also Ausgleich von dein Nervensystem. Was ist jetzt die Fazit aus diesen 10 Irrtümern? Mein Fazit ist, was ich dir auch mitgeben möchte, dass Achtsamkeit ist letztes Endes die Kunst, bewusst zu leben und jeden Moment den Körper gewahr sein in dieser Präsenz, in dieser Gegenwärtigkeit mit all unserer Aufmerksamkeit wahrzunehmen. Und Achtsamkeit kann uns helfen, auch uns Traumatisierten helfen. Sie unterstützt uns auch dabei, mit unseren Gefühlen umzugehen und unsere Konzentration zu verbessern und unseren Geist zu beruhigen. Achtsamkeit kann uns auch helfen, unsere Beziehungen zu verbessern, vor allem zu uns selbst und unsere Gesundheit im Allgemeinen zu fördern. Ein Hinweis und eigentlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist dabei, dass es ein traumasensitiven Setting haben muss und dazu in einem anderen Video. Ich hoffe sehr, dass du hierzu auch ja was zu berichten hast, also Erfahrungen damit. Welche Erfahrungen hast du damit gemacht und was hat dir letztes Endes dann dabei geholfen, Achtsamkeit praktizieren zu können? Ich wünsche dir eine gute Zeit und alles Liebe, Gabriela.